wenn das Zentrum stark war, wie zu Zeiten Napoleons, wie insbesondere zu Zeiten Hitlers, dann haben die Kriege in die Katastrophe geführt. Es kennzeichnet jedoch unsere europäische Situation, dass 1990 sowohl Frankreich als auch England den Deutschen eine andauernde Friedfertigkeit nicht zugetraut haben. Aber die Zweifel der Franzosen, die Zweifel der Engländer, die Zweifel der vieler anderer Europäer, die sind bestehen geblieben. Die fragen sich, haben die Deutschen sich wirklich geändert? Hat Deutschland wirklich gelernt? Einen ökonomischen Aufstieg der ehemaligen Kolonien erleben wir in Asien, in Südamerika, ein bisschen auch in Afrika, vor allem aber in China. Und dieser Aufstieg geht einher mit einer gewaltigen Beschleunigung der technologischen Entwicklung. Tatsächlich aber sind die europäischen Völker, ihre Staaten, ihre nationalen Volkswirtschaften, sind alle Unternehmen von der Entwicklung der Welt, von der ich sprach, auf das Stärkste berührt. Sie wissen es nur noch nicht. Sie haben es nur noch nicht verstanden. Sie beklagen sich über einige der Folgen und geben jeweils ihrer eigenen Regierung die Schuld. Das hat sie nur davon, dass sie unbedingt regieren wollten. Eine einzelne Regierung kann in dieser Welt nichts mehr bestellen. Eine einzelne Regierung eines Staates von ganzen 80 Millionen Menschen allein kann nichts mehr bewirken. Eine einzelne Regierung eines Staates, der noch viel kleiner ist als wir, kann auch nicht mehr bewirken. 40 Jahre später, 4 Jahrzehnte in Maastricht, waren wir immer noch nur 12 Mitgliedstaaten. In 40 Jahren von 6 auf 12. Heute sind wir 27. Aber die Institutionen, mit denen diese vielen Mitglieder arbeiten sollen, die haben weder in Maastricht noch mit dem gescheiterten Versuch einer europäischen Verfassung noch mit den Verträgen von Lissabon irgendwelche wirksamen Fortschritte gemacht. Allein die Europäische Zentralbank funktioniert zufriedenstellend. Man muss deshalb die Möglichkeit deutlich aussprechen. Die Möglichkeit heißt, die Europäische Union kann durchaus scheitern. Sie könnte auch an den Deutschen scheitern. Denn zur großen Überraschung der Deutschen erweist sich die Bundesrepublik als die ökonomisch stärkste Macht des Kontinents. Das hat 1990 niemand von uns bedacht, dass es so kommen würde. Als die ökonomisch stärkste Macht. Und diese Macht lässt es die anderen durchaus spüren. Sie reibt es ihnen aufs Butterbrot. Das Deutsche Verfassungsgericht und die Bundesbank und vorher schon die Bundeskanzlerin Merkel, sie gerieren sich als das Zentrum Europas. Zur ganz geringen Freude aller unserer Nachbarn. In Wirklichkeit zum Ärger und zum Teil zum großen Ärger und zum Teil zur Verzweiflung unserer Nachbarn.
Und leider Gottes ist auch ein Teil der öffentlichen Meinung in Deutschland heute von einer national-egoistischen Sichtweise geprägt.